Hi Leute, herzlich willkommen zur nächsten Folge zu meinem Let's Play von Spiel Satisfactory. Ja, in der letzten Folge, beziehungsweise die war gestern, habe ich ein bisschen erwähnt, was ich jetzt hier noch alles angeschlossen habe, beziehungsweise hier die Fabrik, die ist ja schon online und ein kleines Update gab es ja auch mit ein paar Neuerungen und auch hier der Radarturm, wie man hier sieht. Sieht man ihn wirklich gut. Hier sieht man den Kreis. Soweit hat er schon gescannt. Und jetzt warten wir noch ein paar Sekunden. Dann müsste er theoretisch hier weiter scannen. Mal schauen, ob das in Echtzeit geht. Oder habe ich die Map dann wieder... Ah, okay. Sehr schön. Hat wieder ein Stückchen weiter gescannt. Bringt mir eigentlich nichts. Gar nichts. ja, ist gut und schön, dass es hier weitergeht. Dass man sieht, was hier aufgedeckt wird, aber mir bringt es eigentlich nichts. Hier ist eine Absturzstelle. Haben wir auch gemerkt. Jede Menge Absturzstellen gibt es hier. Wahnsinn. Die meisten habe ich eh mit Signalisatoren markiert. Absturzstelle ist hier einmal. Dort, dort, dort. Halt hier nicht, dieser Geist hier. Dann hier unten. Hier ist das Katerium-Erzlager, hier ist eine, da habe ich noch keinen Signalisator hingesetzt. Hier oben ist eine. Ja, was könnte ich jetzt in dieser Folge machen? Ich könnte mich jetzt um die Quarz-Oszillatoren kümmern, dass sie irgendwie dann zu meiner Base hintergebracht werden. Wo ist denn die Base? Schlepper. Da, Bauzentrallager, genau, in diese Richtung. Ah, genau, hier sehen wir auch den Turm. Ja, also hier, der wird noch ein paar Minuten brauchen, bis es alles maximal aufgedeckt ist, aber das bringt mir eigentlich nichts. Das ist halt maximal der Nebel, was hier aufgedeckt wird. Ich würde jetzt als erstes, wie viel habe ich denn dabei? Quarzoszillatoren, ich habe 149 dabei, ne 249 sogar, 249, sehr gut. Ja, ich würde mal sagen, was habe ich dran? Jetpack habe ich dabei, jawohl. Mein LKW steht irgendwo da unten. Das kriegt noch Schaden, ne? Hier geht die Stromleitung runter. Jawohl. Sehr schön, sehr schön. Ja gut, dann würde ich mal sagen, mache ich mal einen kleinen Cut und dann sehen wir uns beim Bauzentrallager gleich wieder, denn ich muss noch was Wichtiges aufbauen und zwar ja eine größere Fabrik, wo die Motoren gefertigt werden. Denn fehlt ja noch. Es werden ja schon Rotore und Starttore gefertigt, Quarzoszillatoren natürlich genauso. Jetzt kommen wir nicht drauf, oder wie? Nee, anderen Weg finden wir. Ja, wie gesagt, machen wir einen kurzen Cut und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich da irgendwann mal angekommen bin, denn der Weg ist doch ein bisschen länger, als einfach querfeldein irgendwie zu fahren. Also, kurzer Cut und bis gleich. So, ich habe mir jetzt Folgendes überlegt. Hier ist ja mein Bauzentrallager, hier ist der Weltraumlift. Und ja, hier hinten ist noch jede Menge Platz. Dann habe ich gedacht, okay, hier hinten die ganzen Bäume schon weggemacht, also den einen Bereich hier. Genau, jetzt habe ich einen Speicherfreeze, das gibt es ja nicht, oder? Und mir fehlen jetzt noch 6 Fabrikatoren, die aus 30 Rotoren, 30 Starttoren und 15 Quarzoszillatoren dann 45 alternative Motoren pro Minute machen. Und ja, ich brauche nur 6 Fabrikatoren aufbauen, mehr ist es nicht. Und die... ja, können dann quasi hier direkt zum Weltraumluft geleitet werden, beziehungsweise hier ins Bauzentrallager. Und zweitens, ja, mit den Zügen muss ich irgendwann mal anfangen, sonst werde ich da irgendwann mal Probleme bekommen. Und ich habe gedacht, dass eine Zugstrecke irgendwie hier so entlang geht. Hier so entlang, so in etwa. Und ja, dann kommen hier die Bahnhöfe hin. Bahnhof ist ja auch ein relativ großes Gebäude, Bahnstation meine ich nicht, Bahnhof, ist ungefähr so groß wie ein Bauzentrallager, wenn man es mal daneben hinstellt, eigentlich genauso groß, Wahnsinn. ja, bloß die muss ich dann auf einer anderen Höhe platzieren, muss ich weiter nach oben setzen, sonst kann ich hier nicht mehr durch.
Und ich muss irgendwie Förderbänder von da hinten, von der Computerfertigung, dann auch hier herlegen. Ja, das wird dann doch nicht so einfach. Ja, wie machen wir das am besten? Ganz einfach, ich setze die Bahnstation etwas höher, also auf Stelzen oder erhöht das Fundament oder wie man es auch immer nennen will. Und ja, ich gehe mit den Pferdebändern unter der Bahnstation hindurch. Also quasi, ja, genau das Gegenteil von hinten. Hier ist ja die ganzen Pferdebänder, hier sieht man es, sind ober die, oder über den Fabriken. Und hier gehen es unten durch. Ja, bin mir noch überlegen, ob das wirklich so eine gute Idee ist. Oder ich mache das Ganze andersrum. Obwohl, das wird andersrum auch wieder schwer. Sehr schwer, sehr schwer. Ja, machen wir das am besten. Ja, ich muss ja gleich auch irgendwie nach hinten verlegen und auch von hinten irgendwie hier durch, als Durchgangsverkehr. Hier kommen ja zwei, drei Bahnstationen hin. Das wird ein bisschen eng. Wird dann sehr, sehr eng. Ja. Dann doch nicht so einfach. Wenn die Züge zu weit oben sind, dann schaut es auch wieder blöd aus. Dann sieht es aus, wie wenn die Züge fliegen würden. Ne? Ja, egal. Ich muss erstmal hinten die Computerfertigung aufbauen. Habe auch jede Menge Beton dabei. Und schon mal die Ressourcen habe ich auch dabei für die sechs Fabrikatoren. Und dann kann ich da hinten halt das Rezept nochmal kurz anschauen. Teile, Motor, genau hier, zwei Rotor, zwei Stator, ein Quarzoszillator ist gleich drei Motor, entspricht 45 alternative Motoren pro Minute bei sechs Fabrikatoren. Genau, das bauen wir schnell auf und ja, dann sehen wir uns gleich wieder. So, ich mache das ungefähr so wie bei der Quarzoszillator-Fertigung. Nicht alle sechs in einer Reihe, sondern in zwei Reihen. Da braucht man doch wesentlich weniger Platz und ja, ist dann doch nicht oder auch nicht so kompliziert, wie wenn alle sechs in einer Reihe wären. Genau, hier werden die drei Ressourcen dann hereingeführt, beziehungsweise einen Ausgang habe ich ja. Die Motoren gehen dann irgendwo wieder raus. Und gehen dann ja ein bisschen weiter runter aufs Grün, sage ich mal, und dann hier rüber. Und die Bahnstrecke oder die Bahnstation mach ich dann doch oben drüber. Hier wäre auch Platz für Bahnstationen, der Weltraumlift. Ich glaube, ich werde ihn nochmal umsetzen. Der passt hier ja, nicht so her. Den werde ich vielleicht hier weiter in diese Richtung stellen, dass hier Platz ist für die Bahnstationen, aber. Ja, muss ich noch ein bisschen überlegen, wie ich das genau mache. Aber ja, doch nicht so einfach. Aber als allererstes mal hier die Fertigung fertig. Die Fertigung fertig, ja, das ist gutes Deutsch. Ja, und ja, dann sehen wir uns gleich wieder. So, ich bin schon wieder einen guten Schritt weiter. Alles ist verkabelt, alles ist mit Förderbändern versorgt. Und ja, hier habe ich das Förderband ein bisschen angehoben, hier genauso, weil ich muss hier meinen Strom irgendwie durch. Ich hätte natürlich den Strom auch irgendwie hinten rumlegen können, oder? Ja, wäre theoretisch auch möglich gewesen. Aber egal, egal, passt schon. Das Ganze ist auch so schön aufgeteilt. Überall kommt gleichmäßig viel an und ja, ich habe auch schon einen neuen Platz gefunden für den Weltraumlift und zwar, ja, wir stellen einfach hier oben drauf. Wäre, glaube ich, das beste Plätzchen. Ist ja bloß die Frage, kann ich den einfach so abbauen oder nicht? Erstmal muss ich halt Wände in die Wand hinsetzen, eine Tür, da fahre ich dann mein Kabel durch, dann. Also welche Höhe brauche ich denn überhaupt? Brauche ich zwei oder drei hoch? Ja, zwei reichen nicht ganz aus. Zwei reichen nicht ganz aus. Ah, schade, schade, schade. Ja, hier ist auch die Mitte. Mal ist wie bei der anderen Fabrik. In der Mitte mache ich zweimal so. Dann kommen die Fenster und oben kommen dann wieder volle Blöcke hin. Obwohl oben,
Oben muss ich ja gar nicht oben drauf, sondern so her auf dieser Höhe. Wenn ich daher gehe, Moment. Geht das mit den Lampen? Ah, sehe ich nicht dahin. Nee. Ah doch, das passt ganz gut. Oder? Ja, nee. Hm, schade. Dann machen wir es anders. Mache ich am Randbereich diese 8x2 Foundations. Und hier im inneren Bereich mache ich die da. Dann passt es auch wieder. Dann werden die Lampen hier nicht beeinflusst. Genau, so mache ich das mal ganz schnell. Und ja, wieder ein kleiner Cut für euch, ein großer Cut für mich. Wie soll ich das sagen? Und ja, dann sehen wir. Halt, stopp, da nicht. Dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich da alles mit Foundations versorgt habe, beziehungsweise hier die Wände auch hochgezogen habe. Also, bis gleich. So, die Motorenfertigung ist nun fertig. Ich habe hier auch gleich so ein Dach drauf gesetzt oder dachähnliches, dachähnliche Konstruktion oder wie man es immer nennen will, wie ich es auch hier beim Weltraumlift gemacht habe. Der Weltraumlift braucht eine Grundfläche von 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8x8 ungefähr, oder? Ja, kommt hin. Hier habe ich auf jeden Fall viel mehr. Hier habe ich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das sind 11 mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 11 mal, ja, passt genau, sehr schön. Und ja, ich würde sagen, Weltraumlüft machen weg. Dauert eine Weile, bis die aufgebaut wurde. Ah ja, jetzt kommt es wieder. Cool. Jedes Mal wieder, oder wie? Gefällt mir. Jetzt kommt hier das eine Teil vom Weltall. Sehr schön. Was ist denn mit dem Thumbnail? So. Ah, vielleicht ein bisschen zu weit weggezoomt. Ah ja, das passt schon. Das passt schon. Sehr schön. Sehr schön. Hoppala. Nein, keine Kettensäge. Sondern. Hä? Achso, Lackierpistole wird gar nicht ausgewählt. Wo ist denn die? Das hier. Und natürlich wieder blau. Sehr schön. Schön blau. So, was haben wir jetzt hier? Okay, die Sachen muss ich noch liefern, ist klar. Ich hätte schon ein bisschen was dabei. Aber egal. Steht jetzt auch einigermaßen mittig. Kurz mal schauen. Also vorhin haben wir gesagt, was eine halbe Foundation. Was den Konstruktionsrahmen angeht. Und hinten. Ja, okay, da hinten ist eine ganze Foundation. Ah, der hätte schon noch ein bisschen nach hinten gehört. Hm. Ja gut, versuchen wir es nochmal. Wenn ich es so mache, dann müsste eigentlich reichen. Ganz schön breit das Teil, der Wahnsinn. Oh, der fliegt. Hey, da bleiben. Okay, hier passt ganz gut. Hier ist ja. Alles gut. Passt schon. Oh ja, das schaut gut aus. Schaut sehr, sehr gut aus. Kurz mal anwählen. Dann verschwindet auch dieses Ausrufezeichen. Alles cool. Blau. Passt schon soweit. Sehr gut. Ja, jetzt muss ich doch hier irgendwie die Verbindung schaffen zwischen
der Computerfabrik, beziehungsweise, ja, ist ja blöd. Ich hätte es am liebsten Computerfabrik getauft, das Ganze, aber der Weltraumluft, der jetzt drauf steht, geht es vielleicht irgendwie noch? Weltraumluft? Vielleicht irgendwie daneben ein Beacon setzen, also ein bisschen außermittig. Also den Signalisator meine ich. Also hier wäre ungefähr die Mitte. Irgendwie da oben ist der Weltraumluft. Weltraumluft, nee. Doch, nee. Weltraumluft, genau, direkt über mir. Wenn ich jetzt hier ein Beacon setze, ist ja auch blöd. Gehen wir daher. Schauen wir hin, eigentlich Computerfabrik, was? Was? Motorenfabrik. Obwohl, nee, schreiben wir anders. Schreiben wir Bindestrich. Da sieht es nach mehr aus. Genau, und Motoren sind ja eher bläulich. Blau. Blau? Ja, sowas. So, Motorenfabrik passt schon. Ja, sieht man es nicht wirklich. Na, blöd. Aber wenn ich jetzt hier weiter weg, halt weiter weg gehe und in diese Richtung schaue, dann Motorenfabrik, Weltraumluft. Ja, okay, das passt schon so. Das passt schon. Ja, das ist vielleicht Motoren, die sehen aus, ja, das ist so dunkles, bisschen dunkleres Blau ist das. Ja, wenn schon, denn schon. Also wenn, dann soll schon passen. Bisschen dunkler. Ja, okay, passt schon, alles cool. Obwohl, unten habe ich auch eine Motorenfabrik. Sekunde, also nicht ich, sondern doch Mega-Motorenfabrik, Hauptgebäude, Stahlrohre, Endfertigung, Teileendfertigung, genau. Okay, jetzt müsst ihr wissen, welcher Farbcode das ist. Ja, das machen wir schon offscreen und auch hier die Verbindung zwischen dem Gebäude und dem Zentrallager machen wir mal ganz schnell. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder. So, gute 2 Stunden später sieht das Ganze jetzt so aus. Rottore und Stadttore habe ich hier von vom Zentrallager abgegriffen. Gehen dann hier entlang über diesen Förderbandtunnel, nenne ich das Ganze mal. Und hier hinten rein. Dann die fertigen Motoren gehen von hinten wieder hier ins Lager zurück. Quarzoszillatoren, muss ich schauen, wo ich die dann einschleusen werde. Die gehen dann einerseits auch ins Lager rein, andererseits zur Motorenfertigung, also primär zur Motorenfertigung. Und ja, jetzt brauche ich bloß noch 2 Bänder hier anschließen. Und dann wird hier schon mal Stator und Rotor eingelagert. Ach, genau, jetzt ein Speicherfreeze. Genau jetzt. Ah, genau, besser. Sehr schön. Genau, hier wird das alles eingelagert. Oder nicht eingelagert, sondern in das System eingeschleust. Genau, hier kommen dann die fertigen Motoren raus. Hier unten kommen dann die Quarzoszillatoren, die werden eingeschleust. Sehr schön, alles wird geflutet. Und hier habe ich ja, hier ist doppelt belegt, ist klar, weil ich habe 3 Items und 4 Eingänge, deswegen habe ich hier nochmal so einen Splitter aufgebaut. Kleine Spielerei, aber das passt schon. Momentan wird noch nichts verbraucht, denn ich habe ja noch nichts komplett. Es fehlen ja immer noch die Quarzoszillatoren. Und ja, die brauche ich unbedingt, sonst geht es ja gar nicht weiter. Und deswegen würde ich mal sagen, dann werde ich in der nächsten Folge alle Bahnhöfe aufbauen, alle Zugstrecken aufstellen. Und
Ja, oh ja, das wird jede Menge Arbeit, das weiß ich jetzt schon. Verzüge, was brauche ich überhaupt für Sachen? Schau mal kurz rein, Lokomotive, ja, habe ich alles. Güterwagen, habe ich auch alles. Bahnstation, ja, habe ich für Gleise, ja, Peanuts. Ein Stahlrohr und einen Stahlträger oder was zum was. Ja, okay, das passt schon. Ja, somit werden eigentlich so gut wie alle LKW-Routen wegfallen, denn ja, vom Schwefelerzlager, die bleibt vorerst. Aber zu der schweren modularen Rahmenfabrikanter werde ich nicht LKW-Route, eine Zugstrecke bauen, die hier so irgendwie so entlang geht und auch hier verdichtete Kohle mitnimmt, plus den Kalkstein und dann bei der Zurückfahrt den Treibstoff dann einerseits hier abliefert. Nee, muss eigentlich bloß hier abliefern, genau, sonst nirgends. Und dann die Quarzoszillatoren von hier hinten werden dann entweder hier rum daher gefahren, aber hier habe ich noch keine Strecke gefunden, ne? Ja, da muss ich offscreen nochmal schauen, denn das ist nicht so einfach, hier irgendwie eine Strecke durchzufinden. Aber hier wird es ja gehen, theoretisch, aber also laut der Karte. Aber wahrscheinlich ist da jede Menge Gift. Schätze ich mal, hier ist eine höhere Steigung oder täuscht das? Hier irgendwie durch, dadurch. Hier so durch. Ich weiß nicht. Ist halt nicht so einfach hier eine Strecke zu bauen. Und dann muss er auch irgendwie wieder hier unten ankommen, dass der Kreis wieder geschlossen ist. Ja, ich würde mal sagen, da wollen wir offscreen nochmal ein paar Gedanken und ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn es heißt Let's Play Satisfactory. Also macht es gut, bis dann. Ciao.